extra für dich. Ah, was ist denn das für eine Musik? Das war der Anfang von unserer New York Fashion Week. Also ich muss sagen, Vivian ist schon super reingekommen, ne? Ja, auf jeden Fall die richtige Attitüde. Also sie kann sich mega in diese andere Person hineinversetzen und verwandeln, ne? Mega. Boah, guck dir mal den Blick an von ihr. Ja. Hi, Vivian. Hi. Hey. Hey. So. Mein Gesicht war so eingefroren. So. Also, als du schon reinkamst hier, das war mega. Und dass du dann so lange dahin gepostet hast, bis die Musik sich dann verändert hat. Und du bist super gelaufen. Aber das haben wir ja auch schon bei der Probe gesehen, dass du eine von den Besten warst. Guter Anfang. Also, ich meine, guck mal hier, wie proud er ist. Ja. Gucken wir mal, wie die anderen das machen, ne? Richtig. Vielen Dank, bis gleich. Danke, tschüss. Ja, sie liebt das auch und sie geht richtig darin auf, ne? Auch jetzt, sie ist immer noch drin. Vor allen Dingen, das ist auch mal eine komplette andere Richtung, die wir einschlagen. Mit dir, mit deiner Mode, wie sie laufen sollen. Sowas haben wir noch nicht gehabt. Ich glaube, es ist wichtig. Ja, absolut. Deswegen machen wir das auch. Und so. 100%, ja. Ich bin voll aus der Brust. Das war krass. Wenn die Musik losgeht, läufst du los. Vorne eine Pose, 3 Sekunden halten, wieder zurücklaufen, hinten eine Pose, 3 Sekunden halten und dann wieder nach vorne. Ja. Welche Pose hast du gemacht? Einfach nur stehen. Also keine Pose, ne? Einfach stehen bleiben. Ja, angestarrt so. Ja, okay. Ja, es gab auch so hier und da mal jemand, der ein Handy gezückt hat und es war schon irgendwie komisch, weil man ist es ja überhaupt nicht gewohnt so. Also in meiner Heimat so bin ich eigentlich niemand so. Ich gehe durch die Stadt so ganz in Ruhe, niemand guckt mich an. Also es war irgendwie klar was anderes, so ein bisschen befremdlich auch, aber es hat mega Spaß gemacht. Also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich glaube, gestern war es noch sehr aufregend für mich, aber ich glaube, man muss sich auf die positiven Gedanken konzentrieren, anstatt auf die negativen. Und an sich ist ja was Cooles, wenn man herausgefordert wird. Walk richtig zu absolvieren, denke ich, muss man einfach in dem Moment super fokussiert und grumpy gucken. Es ist wirklich, es ist etwas Extravagantes. Man darf sich nicht komisch fühlen. Das Geilste, was jetzt passieren könnte, ist, dass Heidi zu mir sagt, wow, du hast mich überzeugt. Das wäre best thing ever. Die Anzug drauf. Die Arme zu fest? Ja. Ups. Hallo. Hi. Also mir kommt es so vor, als hättest du geübt, als würde das heute besser funktionieren als gestern in der Probe. Wie fühlst du dich denn heute? Ich fand mich auch, also ich habe es gefühlt, ich habe den Beat gefühlt, ich habe meinen Blick gefühlt. Ja. Ich fand, der Look im Gesicht war toll. Die Arme waren mir ein bisschen zu viel geschwungen. Die dürfen sich auch gerne mal ein kleines bisschen verändern. Ja. Für mich hast du wirklich die Illusion verkauft, von Kopf bis da. Und der Rest hätte man wirklich nur ein bisschen verbessern können. Aber sonst fand ich es toll. Danke. Danke dir, Zoe. Bis gleich. You watch me break down and then you sit against me. Watching me drown on the beach.
Ja, ich bin richtig happy. Sie meinten, die fanden meinen Blick gut. Der Gang hat sich gelohnt, dass wir geübt haben. Der Yannick meinte, meine Arme waren ein bisschen zu viel in Bewegung, aber sonst fanden die das super. Aber ich muss jetzt sagen, wirklich vom Kopf bis da, das war... Aber die Arme haben so... Natürlich ist das wirklich so wie eine Last aus den Schultern, weil im Shooting war, also meinte Heidi, fand sie das nicht gut. Mal gucken, wie es wird. Und ich hoffe natürlich weiterzukommen. Die Schuhe sind ja mein mega geil. Die Schuhe sind so hammer aus. Es sieht so hammer aus. Die Schuhe sind mega. Alles da. Das ist so geil. Ich bin so geil. Wie sind die Schuhe vom Lauf? Die Schuhe sind richtig, richtig gut. Ja? Die sind Lauf mal einmal für uns. Die sind richtig gut. Wie du es machen würdest? Nee. Wieso nicht? Ich übe nicht. Ich bin generell jemand, der selten übt. Einfach, weil ich mir sehr vertraue und sehr selbstsicher bin. Und ich gehe einfach mit dem richtigen Mindset daran. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Also ich finde doch mein Hairstyle richtig geil und mein Outfit. Ich liebe einfach alles gerade an mir. Mich stört das gar nicht, dass ich jetzt gleich rausgehe und mich wahrscheinlich viele Menschen angucken werden. Ich finde das sogar richtig cool, weil Aufmerksamkeit schadet ja nie. Und ich steche auch voll heraus und ich finde es richtig geil. Guck, wie die geht, ganz wie eine Kerze da hinten. Die wollen alle weiterkommen heute. Ich meine, guck mal, wie sie hier reinkommt. Ja. Hi. Hallo. Hi. Wie hat es sich angefühlt für dich? Es war gerade so ein geiles Gefühl, einfach hier rüber zu laufen. Ich habe mich so frei gefühlt und die Musik ist auch so geil. Es geht mir richtig, richtig gut gerade. Ja, gut, das freut mich. Du warst wirklich intens in deinem Blick und das steht dir super gut und bist super gut gelaufen. Super. Strong, sexy, es war sehr selbstbewusst. Eigentlich alles, was wir ihm gestern gesagt haben. Danke dir. Super, danke schön. Danke, tschüss. Tschüss. Bombe. War gut? Ja. Sie will einfach nicht erzählen, sie wollte auch vorhin gar nicht proben so. Und was haben wir gesagt? Es war Bombe, es war einfach geil. Und wie ich das präsentiert habe, wie ich es verkauft habe, richtig gut. Und also waren es so gut? Ja. Also wenn es geil war, dann geil. Es ist auch nicht schwer. Ich persönlich bin der Meinung, wenn du jemand bist, der den Kontakt nicht sucht und irgendwie diese Sympathie nicht in einem Menschen haben möchte oder in einem Menschen sucht, dann darf man auch nicht erwarten, dass wir ihr das im Gegenzug entgegenbringen.